Hallo und willkommen bei meinem Tutorial, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr die Download-Geschwindigkeit von euren Free Download Manager, den hier, beschleunigen könnt. Also, zuerst startet ihr mal den Free Download Manager. Dann braucht ihr noch den Cheat Engine, den Link setze ich euch in die Beschreibung. Den startet ihr auch. Dann öffnet ihr hier den Prozess. Mal suchen, hier Free Download Manager. Der steht hier drin mit fdm.exe. So, den hier open. Wenn er nicht da drin steht, müsst ihr einfach hier auf Create Prozess und dann also den suchen, in dem Fall halt hier. Und hier müsst ihr einfach nichts eingeben. So, ich habe das schon gemacht. Und um schneller zu werden für den Download, müssen wir hier den Haken setzen bei Enable Speed Hack. So, Standardgeschwindigkeit, wie jetzt hier, 1,0. So, aus dem machen wir 0,1 und drücken auf Apply. So, das war's schon. Wenn man jetzt hier sieht, wird es schon schneller und das sind jetzt hier über 4 Megabyte die Sekunde zum Downloaden. Ja, das ist, weil ich das schon vorher begonnen habe, den Download. Deswegen ist die Geschwindigkeit schon so weit oben. Wenn man einen neuen Download erstellt und den erst runterlädt, das dauert halt dann auch ein bisschen länger, bis man diese große Geschwindigkeit erreicht. Aber wie ihr seht, funktioniert das. Danke fürs Zuschauen.